Ja, heute habe ich ein ganz kurzes Video für dich. Und zwar, ich habe mal fertige Bratkartoffeln getestet. Und da hatte ich von Fanny die Packung gekauft. Die sind ja in so einem durchsichtigen Beutelchen drin. Die ganzen sind auch minimal gewürzt. Ich selber habe die noch etwas nachgewürzt. Also siehst jetzt hier unten, ich habe das Ganze in der Ninja gemacht. Da siehst du jetzt einmal die Bratkartoffeln, wie ich sie drinne verteilt habe in der Auflaufform da drinne. So wie sie aus der Packung rauskommen. Ich selber habe sie noch etwas nachgewürzt und die Gewürzmischung, die verlinke ich dir mal unten in der Beschreibung. Denn mein Mann hat das so mit dieser Gewürzmischung dazu doch sehr gut geschmeckt. Ja, und das Ganze habe ich jetzt 81 Grad für 15 Minuten in die Heißluftfritteuse eingestellt, angemacht. Nach den 15 Minuten habe ich die Heißluftfritteuse geöffnet. Ich hatte noch Bratenfleisch vom Vortag übrig, das ich in Scheiben geschnitten hatte. Das habe ich jetzt noch kurz dazu mit reingelegt in den Ninja und habe die Ninja für 81 Grad und nochmal 3 Minuten laufen lassen und dann habe ich das Ganze so serviert. Ja, ich kann sagen, die Bratkartoffeln, die fertigen, kann man ohne Probleme nehmen. Sie sind richtig toll geworden, also wenn es mal schnell gehen soll und du nicht erst Kartoffeln wässern möchtest und dergleichen, kannst du wirklich darauf zugreifen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.